So, hallo. Ich möchte euch mal heute ein bisschen was von meiner Kawasaki 650 Versys erzählen. Die gute hat jetzt 46.000 Kilometer runter. Ich habe sie irgendwann gebraucht gekauft. Ja, für 15.000 circa. Steht noch super da. Ja, ich habe ein paar Sachen gemacht. Die Fußrasten sind etwas tiefer gelegt und ein paar andere sind montiert. Der Sturzbügel ist nachgekommen. Die Guards an den Händen, an den Lenkerenden sind schon dran gewesen. Die Scheibe ist von mir nachgekommen. Die Halterung fürs Navi war schon ein bisschen. Die Spiegelerweiterung, die Ausleger sind neu gekommen. Der Scott Oiler war schon. Funktioniert leider nicht mehr ganz so stark. Deshalb lasse ich ihn ohne Funktion aktuell. Ja, und die Abdeckung für das hintere Rad ist neu gekommen. Alles mit ABE. Okay, was habe ich noch gemacht? Ich hatte einen alternativen Auspuff drauf montiert von Rhodes Italia. Jetzt ist aktuell wieder der Originale drauf. Der Rhodes Italia hatte ein paar Vorteile, ein paar Nachteile. Gehe ich gleich kurz drauf ein. Die Versys ist Baujahr 2009 und hat eine leicht ruppige Gasannahme, könnte man sagen. Einen relativ bulligen Drehmomentverlauf für die guten 60 PS. Das hatte so eine leicht ruppige Gasannahme zur Folge, was durch den Rhodes Italia abgemildert wurde. Also da war er ziemlich gut. Und ein infernaler Klang, muss man einfach sagen. Ich habe ihn jetzt wieder demontiert nach 2 Jahren, weil er doch einfach ein bisschen laut war. Hat mir dann einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht, auf Dauer ihn so lange und so laut zu fahren. Ansonsten, das Dekor mit den roten Streifen habe ich mir irgendwann ausgedacht, das fand ich ganz schön, und habe das da so drauf gebastelt. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Das ist, glaube ich, nicht für jeden das schönste Modell. Nasenbär hat man öfter online gelesen. Jetzt mit der großen Windscheibe, mit dem Windschutzschild da oben, sieht es jetzt auch nicht unbedingt eleganter aus. Aber ich muss sagen, ich habe ein paar Sachen durchprobiert und die Kombination aus dieser MRA-Scheibe, die ich nachgekauft hatte, ich habe wirklich verschiedene Sachen ausprobiert und der Halterung hier, die kommt aus England. Bringt einfach bei meiner Größe, ich bin 1,84, die beste, ja, die besten, den besten Windschutz dahinter. Was passiert ist, dass sie dadurch deutlich steiler steht als mit den Originalhaltern hier. Und das bringt im Prinzip den entscheidenden Vorteil, dass ich habe bei der Einstellung so kaum Verwirbelungen, das passt schon. Ach, wer guckt denn da hinten um die Ecke? Ja, also so passt es schon ganz hervorragend zu mir. Nächste Woche geht es zur nächsten größeren Tour und ich hoffe, sie begleitet mich noch eine Weile. Was wir noch vergessen haben, ist natürlich mal ein kurzer Start. Sie ist kalt, also es wird schon funktionieren, aber na. Ja, ganz normaler Sound. Nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes, nicht besonders laut. Die Rhodes Italia Auspuffanlage hat natürlich einen fantastischen Sound gehabt. Aber gut, ja, da muss ich denn entscheiden. Das war's schon.